Mensch, für euch ist es ja schon mitten am Tag. Umso schöner, dass ihr heute da seid. Ich begrüße euch ganz herzlich. Seid ihr zum ersten Mal beim Literaturfestival? Ja. Wer war schon mal hier? Also jetzt bei dem Festival, vielleicht in anderen Räumlichkeiten. Ist das die Bücherwurm-Schule? Ah, das ist ein Dauergast. Das sind ganz treue Tomaten. Toll, dass ihr wieder da seid. Das ist die Bücherwurm-Schule am Weiher. Muss ich mir immer wieder aufschreiben. Und dann muss das die Schweizerhof-Grundschule sein, richtig? Toll, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Ich heiße Shelly, ich bin heute eure Moderatorin. Ja, das ist ein internationales Literaturfestival. Das findet schon seit sage und schreibe 20 Jahren statt, also schon ziemlich lang. Damals wart ihr noch nicht auf der Welt, als das losging. Und international, was heißt denn das? Ja, eben, ist ein kompliziertes Wort. Manche wissen es nicht. Weißt du's? International, hat jemand eine Idee? Was ist denn das für ein Wort? Was heißt das wohl? Hm? Was glaubst du? Unsere Bücherwürmer? Dass es mit Internet zu tun hat, könnte man denken. Zufälligerweise hat unsere heutige Lesung mit Internet zu tun, aber international heißt was anderes. Klingt ein bisschen so, hast du recht. Ja? Dass es neu ist, mit Strom ist? Nee, was meinst du? Kinder auch nicht, international, Kindergeschichte, nee, also soll ich es euch verraten? Ja. International heißt aus der ganzen Welt. Das ist ein Festival, was mit der ganzen Welt irgendwie zu tun hat. Das heißt, wir haben ganz tolle Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus der ganzen Welt zu Gast, international, weltweit. Naja, jetzt wisst ihr ja, dass das gar nicht so einfach ist in diesen Tagen mit dem Reisen und irgendwo mal eben sein. Und deswegen müssen wir uns so ein bisschen behelfen. Aber, und da kommt der Strom und das Internet ins Spiel, wir haben uns ein paar Sachen ausgedacht, so dass diese wunderbaren Schriftstellerinnen und Schriftsteller oder auch Buchgestalter, die nennt man Illustratoren, die also die Bilder malen in den Büchern, dass die trotzdem bei uns sein können. Wie, das werdet ihr unter anderem heute mitbekommen. Du weißt es, noch nicht verraten. Jedenfalls ist das schön, dass das Festival überhaupt stattfinden kann, auch wenn nicht alle hier heute so auf der Bühne anwesend sind, aber einige sind dann doch anwesend, die werde ich euch gleich vorstellen. Zunächst aber mal, weil ich schon sagte, international, wir werden heute jemanden kennenlernen, der wirklich von weit, weit, weit hergekommen wäre, aus China, aus Beijing. War jemand von euch schon mal in China zufälligerweise? Nee, wirklich? Dein Papa war in China. Du warst schon mal in China? Eine Fledermaus gegessen? Hat sie geschmeckt? Nicht so. Okay, wer war schon mal in China? Da waren doch noch so ein paar Hände. Okay, wie war es da? Heiß? Die Luft war stickig, aber eigentlich war es ganz schön. Okay, ich wiederhole das für alle ins Mikrofon. Du warst auch schon mal in China? Dein Papa war. Und du? Es war sehr groß. Die Städte, die Häuser? Das ist toll. Darüber reden wir vielleicht ein bisschen später. Also, jetzt haben wir schon so ein paar Eindrücke. Und wer von euch spricht zufälligerweise Chinesisch? Du sprichst Chinesisch, super, das ist ja toll, klasse, klasse, klasse. Wir haben nämlich heute einen wunderbaren Autor und Illustrator aus China zu Gast hier auf dem Internationalen Literaturfestival und das ist Ni Jun aus Beijing. Und da er sich nicht in den Flieger setzen konnte, um heute bei uns zu sein, wird er gleich hier auf der großen Leinwand erscheinen. Wir haben zu ihm rübergeschaltet. Und wir gucken auch gleich nochmal, ob die Leitung tatsächlich so okay ist. Bei ihm ist es 3 Uhr nachmittags, also ganz gemütlich. Und ja, wir werden gleich mal gucken, ob er da ist. Jetzt haben wir ja schon festgestellt, Chinesisch sprichst nur du. Wie machen wir das jetzt, wenn er jetzt anfängt zu reden auf Chinesisch? Ich verstehe auch kein Chinesisch. Was machen wir jetzt? Oh, hat jemand eine Idee? Was machen wir?
Okay, ja, man übersetzt es, da steht es übersetzt, wir machen es noch anders. Wir haben nämlich tollerweise wunderbare Gäste auf diesem Festival und das sind oft auch Dolmetscher und Dolmetscherinnen. Begrüßt mit mir unsere Übersetzerin des heutigen Tages, Leonie Weidel. Da ist sie. Leonie, wie schön, dass du da bist. Wenn ich jetzt sagen würde, hey Kinder, herzlich willkommen. Wie würde das auf Chinesisch, was würde das heißen? Stimmt das? Okay, wunderbar, vielen Dank. Okay, wie kommt es, dass du Chinesisch sprichst? Also, wie kommt es, dass ich Chinesisch spreche? Das ist, weil ich das Land immer schon total spannend fand und ein bisschen Chinesisch gelernt habe. Und dann dachte ich, das funktioniert aber noch nicht so richtig mit dem Sprechen. Und dann habe ich 8 Jahre lang in Peking gelebt. In Peking, wo wir heute auch sozusagen mit dem Kinderbuch hingehen werden und mit Nijung, der uns jetzt zugeschaltet ist. Wir schauen mal, ob wir ihn auch hier sehen, jetzt wo wir dich schon auf der Bühne haben. Da ist er! Ein Applaus! Herzlich willkommen! Hallo! Hallo, hallo. Ja, kannst du ihn mal fragen, was er heute schon Schönes gemacht hat, wie das Wetter ist und ja. 好，我们欢迎你啊。然后，主持人想问第一个问题，你那边怎么样啊？天气怎么样？哦，这边天气今天还挺热的，啊，挺舒服的。柏林怎么样？啊，also bei mir ist es gerade ziemlich heiß, ganz angenehm. Und bei euch? Wie ist es heute bei uns? Kalt, frisch, ne? Angenehm, angenehm, aber ein bisschen frischer, ne? Gestern war es noch sehr warm. Okay, also Leonie. 很冷啊，有一些还是说很冷，有一些说挺舒服的。 Und hast du heute schon was Schönes erlebt? 你今天过得怎么样啊？有没有遇到过很好玩的事情吗？ 我今天上午骑车子去了胡同转了转，然后因为天太好了，觉得在家里边太浪费了。你能再说一遍吗？你今天是做了什么？骑自行车。骑自行车。Ich bin heute schon mit dem Fahrrad gefahren. Okay. Einige Kinder frühstücken gerade hier. Was hast du heute gefrühstückt? Hier sind einige Kinder frühstücken gerade hier. Mein Frühstück habe ich heute selber gekocht. Ich habe Kaffee getrunken und Brot gegessen und Eier. Klingt wie ein Frühstück hier, muss ich sagen. Gar nicht so anders, ne? Gut, wir freuen uns jedenfalls sehr, dass du heute mit dabei bist. Und bei diesem Internationalen Literaturfestival gibt es eine sehr, sehr schöne Tradition, liebes Publikum. Wir haben nämlich immer wunderbare Schauspielerinnen und Schauspieler da, die euch die Texte von unseren Gästen vortragen. Heute also auch. Deswegen begrüßt mit mir mit einem großen Applaus Regina Giesberts. Hallo Regina, schön, dass du da bist. So, ihr Lieben. Wir werden uns heute ein Buch von Nie Jun anschauen. Habt ihr das zufällig schon mal irgendwie gesehen? Tatsache? Ja, da oben, richtig. Stimmt natürlich. Super, ihr habt es in der Deutschstunde gesehen? Okay, habt ihr es auch schon mal irgendwie in der Hand gehabt? Nein, noch nicht. Okay, was sehen wir denn da drauf? Was sehen wir da drauf? Was sehen wir drauf? Zwei Fahrradfahrende, obwohl, fahren wirklich zwei Leute Fahrrad? Einer vorne, einer hinten, genau. Wer könnte das sein? Irgendeine Idee? Ich meine, ihr kennt das Buch schon, aber dennoch, hm? Nicht alles verraten. Gleich
Okay, Junge mit Papa, würdet ihr sagen, oder würdest du sagen? Sagt jemand was anderes? Was sagst du? Junge mit Opa, okay, alles klar. Na, wir hören mal, ob es tatsächlich so ist. Jedenfalls ist Ni Jun ein sehr berühmter Comiczeichner, Illustrator und Erzähler und hat dieses Buch genannt My Beijing, also mein Peking, mein China, aber Beijing ist eine Stadt, eine große. Und ich würde ganz gerne wissen, wie die Idee zu diesem Buch, zu der Geschichte über ein Kind und einen Großvater in dem Fall zustande kam. Wollen wir ihn das einfach mal fragen, Leonie, bevor wir in die Lektüre einsteigen? Ni Jun, erzähl uns ein bisschen, wie kamst du auf die Idee für dieses Buch, das du auch selbst gezeichnet hast? Ni Jun, 因为这本书讲述的是我们很多人的回忆，然后呢，其中有我关于我跟我外公的一段往事生活，然后还有就是我在北京的这个生活，我把它都放在了这本书里，然后有很多很有趣的人物，其实都是我。 Also in diesem Buch findet man eigentlich sehr viele meiner eigenen Erinnerungen. Und zwar zum Beispiel, ich habe mit meinem Opa gemeinsam gelebt, als ich klein war. Und auch über mein Leben in Peking. Also nach Peking bin ich erst später gezogen, aber da sind auch viele Erinnerungen und Dinge, interessante Geschichten, interessante Menschen, denen ich im Laufe der Jahre begegnet bin, Freunde und Nachbarn, die waren alle Inspiration für dieses Buch und für die Figuren, die darin vorkommen. Und wir haben vorhin gehört, Junge mit Großvater, nee, hier geht es um ein Mädchen. Und deren Großvater und wir lernen so einige Geschichten aus ihrer Kindheit kennen in diesem Buch. Mein Vorschlag, wir steigen jetzt einfach mal ein in die Lektüre und hören eine solche Geschichte. Seid ihr bereit? Sehr schön. Kannst du die behalten im Kopf und nachher stellen? Ja, einverstanden? Lasst uns erstmal ein bisschen das Buch kennenlernen. Nochmal einen dicken Applaus für unsere wunderbare Schauspielerin. Schwimmsportler sind wie Tänzer im Wasser. Besonders ihre Haltung beim Absprung. Ihre Rücken sind dabei manchmal flach und manchmal leicht gebeugt. Aber immer sehen sie anmutig aus. Opa, was haben Sie gesagt? Sind Sie einverstanden? Ach, ich weiß schon, die wollen mich auch nicht aufnehmen, stimmt's? Ach was, genau andersrum. Ich habe sie abgelehnt. Ach, wie es da ausgesehen hat, fürchterlich. Die hinkt ja. Und die will wirklich schwimmen lernen? Lächerlich. Sie heißt Yor. Sie lachen mich schon wieder aus. Hey, auf die pfeifen wir doch. Wenn man die Schwimmprüfung besteht, kommt man dann ins Profiteam? Genau, dann wirst du Sportlerin. Dann gewinnen wir eine Goldmedaille, wie die Superstars. Dein Gesicht kommt in die Werbung. Dann kaufen wir ein Schwimmbad und ein Elektro-Dreirad. Opa, ich werde auf jeden Fall Champion. Oh. Wenn du gewinnst, dann bin ich glücklich. Oh, ich könnte dir doch zu Hause ein Schwimmbad bauen. Wir sollten mit dem Training nicht länger warten. Ein Schwimmbad zu Hause? Opa, das geht doch nicht. Du verschaukelst mich. Das passiert ja wirklich. Wie findest du's? Opa hat dich nicht angeschwindelt, oder? Dieses Schwimmbecken ist doch ganz in Ordnung.
Stell dir vor, du wärst im Wasser. Zuerst musst du dein Gleichgewicht finden, die Atmung kontrollieren. Und spürst du den Auftrieb? Ja, ich kann ihn spüren. Wow, ist das UR? Oh, das ist echt anstrengend. Okay, jetzt schwimm zurück ans Ufer und ruh dich aus. Aber vergiss nicht die Schwerkraft. Hehe. Sowas aber, vom Baum baumeln und schwimmen lernen? Good idea. Opa, du bist der Beste. Ein Schwimmbecken nur für Joa. Dein Opa hat's drauf, oder? Das Schwimmbecken ist großartig. Danke, Opa. Jetzt sind schon mehr als 10 Tage vergangen. Jeden Tag vom Baum hängen und herumflappen. Was für eine Plackerei. Du hast ja keine Ahnung. Das ist Trockentraining. Joa will an den Olympischen Spielen teilnehmen. Hallo, Joa, dürfen wir dir beim Training zusehen? Kommt rein. Oh je, das ist aber auch wirklich viel zu kompliziert. Wettkampfschwimmen beinhaltet Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen. Aha, aha. Die besten Wettschwimmer sind Spätentwickler. Was heißt das denn? Na, wir probieren es doch einfach mal. Ja, für einen Schwimmzug musst du den Kopf heben und atmen. So wie ich jetzt. Alles klar. Die Handflächen nach vorne strecken und dann nach unten. Die Arme ins Wasser. Wenn deine Arme in einem 30-Grad-Winkel zur Wasseroberfläche sind... Oh, das tut weh. Au. Opa. Tap, tap. Ich bin nicht gut genug als Trainer. Ich bin zu alt. Opa, ruh dich erst einmal aus. Du hast doch Hüftprobleme. Opa, ich will nicht mehr trainieren. Ich hab Angst. Joa, weißt du, im Leben aller Menschen passieren Wunder. Opa würde dich nie anlügen. Vertrau einfach nur dir selbst. Gilt das auch für mich? Ja, bestimmt. Ich zum Beispiel habe mir einen Tag Urlaub von der Schule gegönnt, indem ich am Telefon die Stimme von meinem Papa nachgemacht habe. So gut, die haben's geglaubt. Das klingt ja marvelous. Das war die Zeit, in der Opa Joa das Schwimmen beibrachte. Eine wunderbar glückliche Zeit. Immer wenn sie auf die Brücke auffahren, streckt Opa seinen Po raus und pupst. Das Dreirad fliegt dann nur so dahin, als wäre er kräftig aufs Gaspedal gestiegen. Jetzt geht's ab. Am liebsten schmust sich Joa an Opas Rücken und schläft, wie auf dem Rücken eines großen Bären. Samtig, weich und so schön warm. Tag ein, Tag aus und dann geschieht endlich das Wunder. Atmen, die Balance halten. Ich kann schwimmen. Schnell, schau doch, das ist Joa. Wie cool. Los, wir laufen ihr nach. Oh, was für wunderschöne Schwimmzüge. Fantastisch. Puh, oh, ich kann nicht mehr. Joa, du hast es wirklich geschafft. Du bist ein Wunder, ein Wunder. Opa hatte recht. In unser aller Leben geschehen Wunder. Weiter so, Joa. Vielen Dank, Regina Gisberts. Also eine Geschichte von einem kleinen Mädchen, die sich wünscht, schwimmen zu können. Habt ihr es mitbekommen? Am Anfang wurde ganz kurz gesagt, warum sie oft so ein bisschen geärgert wird. Und warum sie erstmal nicht mitmachen kann in einem Schwimmverein oder so. Hat jemand das mitbekommen? Das war nur ein ganz kleiner Satz. Okay, jemand, der heute noch nicht dran war? Wer war denn heute noch nicht dran? Du hast dich gerade gemeldet da hinten? Ja?
weil sie gar nicht schwimmen kann. Aha. Und es gab noch was. Wer hat das mitbekommen? Ja? Weil sie ein Mädchen ist? Gab noch was anderes. Sie hatten kein Geld mehr. Nein, auch nicht. Wir fragen jetzt einfach mal Nijun. Was ist los mit diesem Mädchen? Warum darf die nicht mitmachen mit den anderen im Schwimmverein?想问一下，为什么雨儿不能跟其他的孩子一起学习游泳呢？他的问题是什么？因为他是腿有点不太好，所以说，他需要一些比较特殊的方法才可以去学习游泳。但是他周围的那个游泳馆没有那么好的条件，然后爷爷就想了一个很好的办法，就是把他绑在树上。 Also der Grund, warum Yuar nicht mit den anderen Kindern in diesem Schwimmbad schwimmen lernen soll, ist, weil ihr Bein nicht gut ist. Sie hinkt ein bisschen für sowas braucht man vielleicht ein besonderes Schwimmbad, aber das Schwimmbad, das dort ist, ist nicht gut genug dafür und deshalb hat der Opa eine Idee. Also sie hinkt, sie hat ein Problem mit ihrem Bein. Das wurde am Anfang nur ganz kurz so am Rande gesagt. Und und der Opa ist zum Glück einer, der viel Fantasie hat und viele tolle Ideen und seine Enkeltochter unterstützen möchte. Kanntest du denn selber dieses Kind, dieses Mädchen oder warum wolltest du gerne ihre Geschichten erzählen? Nein, Yuai ist eine 真实的存在的一个人物吗？你认识的一个人，还是为什么要讲他的故事呢？ 这样的孩子，但是我记得我小的时候，身边有过这样的孩子，觉得他们都很厉害，很早就开始学会很多，就是在我们觉得非常了不起的能力，比如说，我小的时候曾经认识一个小男生。 他的身体也有点问题，但是呢，他每天放学之后呢，都自己去摆一个小摊儿，就是摆一个小摊儿，然后去卖给别的小朋友一些东西。然后我在想，哇，这个小朋友太了不起了，他那么小的时候就开始赚钱了。然后，所以说这是我设想出来的一个角色，鱼儿，对。 Also Yuar, diese Figur, habe ich erfunden und ich kenne kein kleines Mädchen, das wie Yuar ist oder eine tatsächliche Person, die so existiert. Aber als ich klein war, kannte ich einen kleinen Jungen und das war ein bisschen ähnlich. Der war körperlich beeinträchtigt, aber ich fand ihn wahnsinnig bewundernswert und beeindruckend, weil er manche Dinge einfach auch noch besser gemacht hat als andere Kinder. Zum Beispiel hat er nach der Schule manchmal an die anderen Kinder an einem eigenen kleinen Stand Sachen verkauft und so schon sein eigenes Geld verdient. Das fand ich ganz, ganz aufregend. Du hast vorhin gesagt, da sind in diesem Buch auch viele Erinnerungen aus deiner eigenen Kindheit mit drin und hast uns auch gerade erzählt von dem Jungen, den es tatsächlich gab und so ein paar Geschichten dich vielleicht dazu angeregt haben, auch hier sie zu erzählen. Was sonst an dem Buch erinnert noch an deine eigene Kindheit? Die Häuser zum Beispiel? 那我们刚才也听到了你已经说了这故事里面有很多你自己生活的一些回忆，还有刚才提到的这个小男生，那书里面是不是还有其他的一些场景或者假如说房子呢，是跟你小时候一样呢？其实我小的时候不是在北京长大的，然后我是在西宁青海长大的。 但是我小的时候生活的那个环境就是一个很大杂院，然后呢，我们那个住的那个楼的中间是一大片的平房，我们在楼上就可以看到这平房的屋顶都是五颜六色的、花花绿绿的。
然后我们小的时候呢，很多小朋友就会在那个屋顶上跑来跑去，然后我觉得那种感觉现在已经很少见到了，然后特别特别的想念当时的那个画面，然后就觉得那是一个对孩子来说的话，每个地方都像一个特别有意思的游乐场。这本书里边的这个老街，在孩子眼中呢，其实也是一个游乐园。我不知道，其实不知道德国的小朋友是不是也有一个，也有很多地方是属于自己的游乐园。Also, ich selbst bin nicht in Peking aufgewachsen, als ich ein Kind war. Ich bin in Xining in Qinghai. Das ist im Westen von, also westlicher, weit entfernt von Peking aufgewachsen. Und was aber vielleicht ein bisschen ähnlich ist, ich bin aufgewachsen in einem Gebäude, da gab es einen Innenhof und viele Familien leben dort. Und das fand ich immer ganz toll. Also man kann die Kinder herumlaufen sehen, da passiert immer was, es ist ganz aufregend. Und jetzt gibt es sowas nicht mehr so häufig. Ich vermisse diese Umgebung ein bisschen und ich glaube, dass es auch für Kinder netter ist, in so einer Umgebung aufzuwachsen. Ein bisschen so wie ein kleiner Vergnügungspark. Wo immer was los ist. Ja, wollen wir mal schauen, was bei dem Mädchen weiter passiert? Warum das so heißt? Ja, weißt du was? Wir fragen ihn nach der Geschichte, fragen wir ihn das, ja? Weil wir haben noch eine Geschichte für euch und vielleicht erschließt sich das ja auch selbst nochmal. Regina, trägst du uns die nächste Geschichte vor? Herzlichen Dank. Ein Applaus. Prima, wir horchen mal. Es ist Sommer im alten Viertel und überall, in allen Winkeln und Ecken der Gassen, fliegen kleine Käfer und Insekten. Heute hat sich ein besonders hübscher Besucher einfach selbst eingeladen. Ein Schmetterling? Opa, schnell, schau, wie hübsch! Opa, bleib doch, wir haben uns ja noch nicht mal richtig kennengelernt. Lass mich noch ein bisschen schlafen. Ich bin dann mal weg. Oh? Hey, seid doch ein bisschen vorsichtiger. Hä? Wo kommt denn dieses Dummerchen her? Mit wem redest du? Das kleine Hinkebeinchen sucht wohl Streit. Tut ihm nicht weh. Er hat euch doch überhaupt nichts getan. Ich habe ihn gerettet. Ich will. Los, Leute, Anstoß zur zweiten Hälfte. Die kommt gerade richtig. Jetzt haben wir einen Torwart. Haha, schnell, gib ab. Guter Schuss. Tor! Was soll denn das? Ihr Stinker! Wer? Ein Mädchen schikanieren. Schämt euch. Wenn ihr Männer seid, greift mich an. Traut euch doch. Da Jiang heiße ich und in der Gegend von Tsushoko bin ich zu Hause. Und du? Mit wem haben wir hier das Vergnügen? Puh, geht dich schon mal gar nichts an. Verschwinde. Du willst wohl Ärger. Au, das tut weh. Ui. Hey, stell dich nicht tot, steh auf. Schwächling, Weichei. Ach, kümmert euch nicht um den. Gehen wir Fußball spielen. Hallo? Sie sind jetzt weg. Ich hau dich, ich hau dich. Pegasus Meteorfaust. Alles in Ordnung mit dir? Oh, nichts passiert. Heute lasse ich sie noch mal davonkommen. Hä? Der lebt noch. Er ist hart im Nehmen. Schau mal, wir setzen ihn erst mal in diese Flasche. Da ist er in Sicherheit. Aber er kann schon nicht mehr fliegen. Sein Flügel ist kaputt. Ob sich die anderen Schmetterlinge nun auch über ihn lustig machen werden? Er hat doch niemandem was getan.
Natürlich. Es gibt einen Ort, zu dem wir den Schmetterling bringen können. Echt? Warte doch. Was für ein Ort? Hup, tut, tut. Der Express-Sonderzug fährt ein. Sonderzug? Das ist der Sonderzug zum Insektenparadies. Alle Fahrgäste bitte einsteigen. Insektenparadies? Wo soll denn das sein, das Insektenparadies? Davon habe ich ja noch nie gehört. Hey, was hast du es denn so eilig? Du bist ja schneller als die Polizei erlaubt. Wir müssen den Schmetterling retten. Es geht um Menschen, nein, um Insektenleben. Und außerdem beginnt gleich das Insektenkonzert. Ein Konzert? Wo sind wir? Hier war ich noch nie. Ist hier das Insektenparadies, von dem du gesprochen hast? Leise. Was suchst du denn? Hallo, sag doch was. Psst. Also wirklich. Nanu? Hey, wo bist du? Du machst mir ja richtig Angst. Geschafft. Die Flasche, schnell. Lass dich nicht davon täuschen. Er sieht zwar klein aus, aber dieser Kerl ist ein richtiger Tenor. Wirklich? Ich will schon gerne hören, was für Lieder er singt. Hör mal, die Flasche funktioniert wie ein Verstärker. So hört man ihn noch besser. Wow, ich kann ihn hören. Laut und deutlich. Hoppla! Das ist eine Tänzerin, stimmt's? Nein, eine Mörderspinne. Nicht anfassen. Du bist so mutig. Wusstest du, dass es Insekten gibt, die sich totstellen, um einem Feind zu entkommen? Diesen Trick hast du also von den Käfern gelernt. Uff, ich habe dich gerettet und du greifst mich an. Sag mal, was für Tricks hast du denn sonst noch so drauf? Puh. Das Fräulein kann sich bitte alleine nach Hause zurückbegeben. Bye, bye. Hey, was regst du dich denn so auf? Sei doch nicht so ein Spaßverderber. Vergiss nicht, ich bin dein Gast. Du hast mich schließlich zum Insektenkonzert eingeladen. Ach, war nur ein Scherz. Schau mal hier. Das ist das Insektenparadies. Hereinspaziert. Wow. Das habe ich alles alleine gebaut. Cool, oder? Rat mal, was das ist. Yangtze für Gelber Fluss, bitte kommen. Hier, Gelber Fluss, verstanden. Kommen. Sagtest du nicht, es gibt ein Konzert? Nur einen Augenblick. Die Gala-Vorstellung beginnt in Kürze. Kannst du das hören? Der Bienensänger begrüßt dich gerade. Ja, wie wunderschön. Joa sitzt ruhig und still im Insektenparadies und hört zu. Das festliche Konzert hat soeben begonnen. Was für ein Spaß! Hoffentlich können die Insekten aus unserem Viertel für immer in diesem kleinen Paradies fröhlich feiern. Die wissen am besten, wie man den Sommer genießt. Das kleinste grüne Blatt schon verwandelt sich in ihre Bühne. Ich muss jetzt los, aber wenn dich jemals wieder irgendjemand ärgert, dann ruf mich. Wie heißt du denn? Wohnst du weit weg? Nenn mich einfach Dobao. Hier, das ist für dich. Pass gut auf ihn auf. Joa, wir treffen uns sicher wieder. Sowas. Woher kennt er denn meinen Namen? Dubao! Huch. Wer ruft da meinen Spitznamen?
Ach so, ich hatte einen merkwürdigen Traum. Nanu, Joa, wo warst du denn? Opa! Opa, ich war im Insektenparadies, schau mal! Insektenparadies, der Name kommt mir bekannt vor. Wow, der ist ja wirklich lieb. Dein Opa hat auch mal ein Insektenparadies gebaut, als er klein war. Da gab es so viele kleine Tiere. Gab es denn auch den Sänger Herr Grille, Schmetterlingsfeen und einen Schlagzeuger Mr. Nashornkäfer? Opa kennt sich wohl einfach mit allem aus. Ach, und ich wollte ihn damit überraschen. Ein Junge namens Dubao hat mich beschützt. Er kann Grillen fangen und sich totstellen wie die Insekten. Richtig unglaublich. Sich totstellen wie die Insekten? Als ich klein war, konnte ich das auch. Joa, schau schnell. Insekten sind doch viel stärker, als wir oft annehmen. Ja, er fliegt wieder. Joa sah den kleinen Dubao nie wieder. Sie entdeckte aber ein Foto von Opa, als er klein war. Und wer hätte das gedacht? Er sah ganz genauso aus wie Dubao. Vielen, vielen Dank, Regina Giesberts. So, jetzt gab es hier die Frage nochmal, warum das Buch so heißt, My Beijing, also mein Peking. Leonie, kannst du nochmal die Frage stellen? Klar. Nie Jin, ni hao. 我们想问一下，为什么这本书英文名字反映成我的北京 My Beijing？ 哦，这个名英文的名字是英文的出版社定的，因为他觉得希望能够让大家觉得这是一个北京的一个大的一个印象。然后另外我说一下就是。 我觉得刚才的那个演讲表演感觉太棒了，我自己都想重新再看一下这个故事，特别好。是因为他们讲的好，所以说这故事可能会更好看了吧？谢谢。 Also, es ist so, dass Mein Peking ist der Titel nur im Deutschen und in der englischen Version. In der chinesischen Version heißt das ungefähr, wenn man es direkt übersetzt. Also Märchen aus dem alten Viertel. Das ist auch der Untertitel der deutschen Version. Und also diesen Titel, My Beijing, hat der Verlag ausgesucht, weil sie denken, dass man auf diese Art vielleicht an Peking erinnert wird und gleich weiß, dass es hier um Peking geht und sofort einen Eindruck davon bekommt. Und ich möchte noch hinzufügen, vielen Dank an die deutsche Stimme. Das war ganz großartig und so wundervoll gelesen, dass ich mir sicher bin, auf die Art und Weise wird das Buch noch viel besser. Das finde ich auch, absolut. Ja, war das denn das Ganze wahr, die Geschichte, die wir gerade gehört haben? Was meint ihr? Wer glaubt, dass es ihr wirklich passiert? Dem kleinen Mädchen, Joa, das also in dieses Insektenparadies eintaucht. Was glaubt ihr? War das eine wahre Geschichte? Wer glaubt, das war ein Traum? Okay, wollen wir mal Nijun dazu fragen? Hat sie das wirklich erlebt oder hat sie was geträumt? Yuer这个故事是做梦的吗？还是它是真的发生的一件事情？它是真的会这样飞吗？ 还是是做梦的。我是故意不想把这个事情说清楚。我想让每一个孩子，每一个读这个故事的人，他自己去想象。如果你觉得他是在做梦，他就是在做梦。如果你觉得他是真的，那太好了，这是一件特别美好的事情。每个人看这个故事都不一样，对。 Also ganz absichtlich will ich nicht dazu sagen, ob das jetzt ein Traum ist oder echt passiert ist. Ich hätte gern, dass jedes Kind, wenn es dieses Buch liest,
selbst Gedanken dazu haben kann. Und ja, wenn du denkst, dass es echt ist, dann umso besser, weil das finde ich ganz schön. Der Nijun, der ist auch Zeichner, Illustrator. Der hat all die Bilder selber gezeichnet. Ist schon toll, oder, was der so drauf hat? Wollt ihr mal sehen, wie so ein Bild entsteht? Soll er uns mal was vormachen? Okay. Wir haben nämlich alles soweit probiert vorzubereiten, dass man das sieht, wie er zeichnet. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an.大家能看清楚吗? Ich habe hier vorher schon eine kleine, leichte Skizze gemacht. Könnt ihr das erkennen? Gleich wird man es noch besser sehen. Ich zeichne total gern und zeige euch das. Es macht mir Spaß. Woher kannst du so toll zeichnen? Eigentlich immer schon, ich mal fast jeden Tag und bin viel zu Hause. Und auch als ich kleiner war, bin ich oft einfach am Boden gesessen und habe mit meinen Bleistiften gezeichnet. Nein, das ist ein Pinsel. Ein Pinselstift. Genau, wahrscheinlich Tusche, ne? Der taucht auch immer wieder den Pinsel ein. Ich zeige euch das mal. Das ist eine Art Tusche. Ein Tuschestein. Und aus dem wird dann die Farbe gemacht, diese Tusche, in die ich meinen Pinsel eintauche. Es sieht jetzt vielleicht nicht so hübsch aus. Doch, sieht toll aus. Also dieser Pinselstift, dieser Pinsel, ist aus verschiedenen Tieren, also zum Beispiel vom Schaf, vom Pferd. Man verwendet da einen Teil von den Haaren, vom Fell oder auch Eichhörnchen. Also jeder Pinsel, der aus einem anderen Material gemacht wird, hat dann noch eine ganz unterschiedliche Eigenschaften.
Wie ist denn das eigentlich, Nijun? Entstehen erst die Geschichten im Kopf und dann die Bilder oder umgekehrt erst die Bilder und dann die Geschichten bei dir? 你写书的时候，你创作的时候，是先画画吗？还是先想起了一个故事？ 我有的时候是不一样的，有的时候呢，我就会有的时候不小心在纸上画了一个人物，哎，我觉得这个人物特别有意思，一个角色，然后我就试着和这个角色成为朋友，然后我会试着跟他一起来聊天，然后慢慢的我就会发现，就是说，其实我画的这个角色身上就会有一些故事，他会自己冒出来。 然后我就会跟随着这个角色寻找属于他的故事了，这是一种啊。还有一种就是，我会因为一些小事儿啊，小的一些画面，或者是因为一些我自己的回忆当中的一些事情呢，然后产生了一些想法，然后我会把它记录在小本子上。 然后时间久了之后呢，我的小本子上就写了很多很有意思的小故事，我就是回头我就会把它都画出来。我是不是说的太长了？啊，没问题，没问题。啊，那我先翻译一下哈。 Also, das kann unterschiedlich sein. Manchmal ist es so, dass ich mir eine Figur ausdenke und dann beginne, diese Figur zu zeichnen und sie ganz interessant finde und spannend und dann Freundschaft schließe mit dieser Figur, so wie in echt mich mit ihr unterhalte. Und dann entsteht so langsam eine Geschichte. Manchmal finde ich auch bestimmte Dinge, die mich interessieren, Bildinhalte oder ich habe Erinnerungen, so wie in diesem Buch ja auch. Das sind verschiedene Ideen, die ich mir in einem Buch notiere und dann entsteht daraus langsam die Geschichte, Ideen und Skizzen beides. Mhm. Habt ihr noch eine Frage an Nijun? Wollt ihr irgendwas wissen? Ja, ja, ich habe es mitbekommen, da gab es einige. Fangen wir mal hier an, bitte. Wie alt bist du denn eigentlich? Nijun, kann ich fragen, wie alt bist du denn eigentlich? Ich bin schon über 40 Jahre alt. Kinder wollen es genau wissen, offenbar. Also über 40. Wahrscheinlich will er uns das nicht so genau verraten. Aber erwachsen in jedem Fall, würde ich mal sagen. Was wolltest du gerne wissen? Wie lange er braucht, um so eine Geschichte zu schreiben und zu illustrieren? Gut, ja. Wie lange braucht er denn dafür? Also zum Beispiel für dieses Buch habe ich ungefähr ein Jahr gebraucht. Ich habe zuerst muss man Material sammeln und dann einen Stil dafür finden, also insgesamt ungefähr ein Jahr. Wow, richtig viel Arbeit, ne? Mhm. Was willst du wissen? Ah, oh, das ist aber nett von dir. Das kann ich mir auch denken. Das ist toll. Kannst du das nochmal so sagen? Also hier sagt ein Kind, dass er wirklich toll zeichnet und sich richtig viel Mühe gibt. Das sieht man. 这里不是一个问题，但是是要告诉你，能看得出来，你这个非常好，就特别能干，很努力，觉得你画画特别棒，只想说一下这。哦，谢谢。其实，我觉得就是说，对我来说的话，最重要的还是用画去表达一些故事，然后让大家去喜欢这些画里边的故事，这是我最想告诉大家的，就是。 如果单纯只是作为一个画画的话，我作为一个画家的话，其实比那些也很多画家都画的没有他们好。但是我觉得我用这些画可以去画一些有趣的人物，可以让大家去喜欢这些故事。我觉得，这是我比较
优点的地方吧。 Also, vielen Dank. Tatsächlich, ich male total gern Bildergeschichten. Vielleicht, wenn ich zeichne, es gibt Künstler, die zeichnen viel besser. Aber ich glaube, für mich das Tollste daran ist, interessante Figuren mir ausdenken zu können und gute Geschichten. Und ja, vielleicht ist das, worin ich besonders gut bin. Ja? Was möchtest du wissen? Ja. 对，我觉得好像应该也差不多画完了，但是很想让大家知道，很想问问大家，觉得这个老爷在吃什么东西？对对对。Kann man kurz auf das Bild umschalten? Könnt ihr erkennen, was der Opa da isst? Ja, was meinst du? Wer will sagen, was das ist? Was ist das? Marshmallows wird hier gesagt. Wer hat noch eine andere Idee? Was meinst du? Wir sammeln mal. Bitte? Eis zum Beispiel. Wer will was anderes noch sagen? Ja? Pilze am Stiel? Aha. Was meinst du? So kandierte Äpfel, die es auf dem Rummel gibt. Wir fragen ihn mal. Wir haben hier lauter Vorschläge bekommen von den Kindern. Was kann das sein? 是冰淇淋吗? No, 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 不对. Es ist nicht Eiscreme. 那是蘑菇吗? 有三四个孩子提了一些想法. 是蘑菇吗? 它应该是给一个提示，就是它是一种水果。 对，很酸。 然后它被串在一根竹子上。 Also es ist keine Eiscreme, es ist auch kein Marshmallow, es ist eine Art von sehr säuerlicher Frucht. Okay, eine Frucht. Obst. Es gab hier noch eine Frage an Nijun nochmal zum Pinsel, ob der denn hart oder weich sei. Das interessiert hier ein Kind. 顺便再问一下，这个毛笔是硬的还是软的？这个毛笔是软的，然后我先把这个名字写下来，它叫糖葫芦。Also der Pinsel ist weich. 糖. Jetzt schreibt er noch was. 我觉得叫糖球吧，糖球比较好。 Hier schreibe ich euch hin, was das ist, was der Opa da ist. Das heißt? 对，糖球. Also man nennt das Tanghulu. Es ist eine Spezialität. Tanghulu. Es ist eine Spezialität, die man in Peking findet. 对，它就是其实是山楂，山楂，然后串在这个竹子上，然后在上面浇上很烫的糖水，然后等它 冰了之后呢，就特别特别好吃，放到嘴里就哇，太好吃了。 Und also über diese Frucht kommt tatsächlich eine Schicht an Zucker und es schmeckt wahnsinnig gut. Aha, das kann ich mir gut vorstellen. Nijun, zum Schluss würde ich ganz gerne wissen, gibt es irgendetwas, was du versuchst mit deinen Geschichten zu vermitteln? Was ist dir besonders wichtig, in deinen Geschichten zu erzählen? 最后一个问题想问你，你写故事，你创作，有没有什么想特别想表达的，或者觉得最重要的，有什么初衷？其实我想表达的东西呢，不是一个特别宏大的主题，我非常喜欢表达的是一些。 非常普通的人，然后我身边的这些非常普通的人，作为一个小人物，他们心里边在想的一些事情，然后我觉得这些事情呢，往往都是一些特别有意思，如果把它们表现出来，会特别有意思的一些事情。我比较喜欢画这一类的题材，然后有的时候也会画一些，我觉得 神话的、童话的，就是感觉就想让所有的看这个故事的人呢，就觉得
哇，原来从现实生活当中还可以，就是说，有梦想实现的可能。然后我希望能够让大家在这个阅读这个漫画的时候呢，它有一种幸福感。嗯。Also, wenn ich Geschichten schreibe und zeichne, ist es mir eigentlich nicht wichtig, dass das irgendwie großartige, riesige Geschichten sind. Was ich gern habe, sind Geschichten von normalen Menschen, Dinge, die ich interessant finde. Also einfach ja, ganz normale Menschen. Und dann, wenn in dem Leben dieser Figuren etwas ein bisschen Magisches passiert, das mag ich. Ich hätte gern, dass wenn Kinder diese Comics lesen, ja, sie wissen, dass es im Leben immer auch die eigenen Träume gibt und dass das wichtig ist. Dann danken wir dir sehr, Nijun, dass du dir die Zeit genommen hast und dich dazu schalten konntest. Einen dicken Applaus auch für das tolle Bild, was wir hier von ihm bekommen haben. Vielen, vielen Dank. Ich weiß, es gibt noch ziemlich viele Fragen, aber du hattest schon eine Frage gestellt, andere Kinder ja noch nicht. Aber wir müssen hier so ein bisschen weitermachen, auch bei dem Festival. Und ich glaube, wir haben ziemlich viel von ihm erfahren, was ganz, ganz schön ist. Einen dicken Applaus auch an Leonie Weidel fürs hervorragende Übersetzen. Danke an Regina Giesberts fürs tolle Vortragen. Danke an euch, dass ihr heute unsere Gäste wart. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch noch kurz draußen aufhalten. Es gibt da auch so einen Büchertisch, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns wieder besucht, hier beim Internationalen Literaturfestival. Vielen, vielen Dank, guten Rückweg, schönen Tag euch, macht's gut, bye bye. Ciao, ciao. Nijun, ciao, mach's gut. Ciao. 再见, ciao. 再见, ciao. 谢谢。再见啊！希望下次有机会来柏林，或者是希望小朋友们去来北京。